Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. In der letzten Folge sind wir da drin gewesen. In dieser Folge gehen wir mal kurz was holen. Lag. Fällt eigentlich hier hoch. Hier irgendwo müsste ein Item sein. Ah ja, stimmt, das war drin. Stimmt. Da, die Schaufel wollte ich holen. Für eine spätere Quest, dass wir hier nicht nochmal her müssen. So, wir gehen jetzt wieder runter nach Prelis. Oh, Goblinbeere. Dann müssen wir hier rüber, so viel ich weiß. Ja, stimmt doch, hier lang. Da ist eine Höhle, da gehen wir dann gleich rein. Beziehungsweise oder auch nicht. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Du hast doch sie... Okay, dann gehen wir uns jetzt mal endlich in die Burg begeben. Wir werden es ja sehen. Halt, Moran! Hast du Heiltränke bei dir? Ich brauche Heiltränke. Gib mir alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Verstanden? Habt ihr hier keinen Alchemisten? Nein, das ist ja das Problem. Du Schlaumeier, willst du uns etwa einen besorgen? Na schön, ich besorge euch einen Alchemisten. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie du das anstellen wirst. Hast du noch einen Tipp für mich? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Hat sich aus dem Staub gemacht, das Aas. Hier hast du einen Heiltrank. Warum nicht gleich so? Aber das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen mehr davon. Du kannst mir doch bestimmt beibringen, besser zu kämpfen. Das hast du auch nötig. Ihr Morros seid schlappe Kameraden. Du musst deine rechte Schlaghand verbessern, Morra. Würdest... Okay, er kann nichts. Wow. Okay, haben wir noch irgendwo... Ort mit Namen. Ah, da ist Milok. Sag mir, was du brauchst und dann geh wieder. Ich bin beschäftigt. Ach, halt doch dein Maul. Du bist ein guter Schmied? Was will ich meinen? Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen. Aber das war nicht immer so. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen, Morra. Es war schäbig, uns mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnerte mich an meinen Vater. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versager von einem Aufseher Tempek nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Ich sagte, er könne sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabungen am östlichen Tempel mitnehmen, aber nicht das alte Schwert, das auf meinem Bett liegt, habe ich gesagt.
Tempek muss es mitgenommen haben, der Idiot. Ich brauche Waffen. Da habe ich einiges für einen Kämpfer wie dich. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich soll dich unterrichten? Warum? Was hast du für mich getan? Du darfst deine Waffe für das Volk der Orks führen. Reicht dir das nicht? Zeig mir deine Ware. Wir werden mal nicht recht. Das Crusher Gash, das nehmen wir mit. Das hast du dir nicht verdient, Mara. Okay. Meine Bartaxt, die behalten wir noch. Den Magierstab, den würde ich auch noch gern behalten. Nimm den Kompositbogen, die Bögen und den Bogen. Dann kriegst du die Knüppel, die Schwerter. Da muss man hart durchgreifen. Die Rubinklinge behalten wir auch noch. Ich weiß, was du denkst. Dann nimm noch ein Schild, Goldausgleich tauschen. Dankeschön. Gut, Milok sucht sein altes Schwert. Das machen wir dann gleich. Weitergehen, Mora. Ah, dann ist langweilig. Okay, dann gehen wir mal da lang. Blutfliege. Nehmen wir mal den Stachel mit, den brauchen wir später noch. Oder auch nicht. Sklave, Avogarado. Bitte, tu mir nichts. Ich bin's nicht gewesen. Moment mal. Was hast du ausgefressen? Raus mit der Sprache. Gar nichts. Ich bin ein einfacher Bauer hier und mache nur meine Arbeit. Glaub mir. Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohener Alchemist. Du hast für die Orks in Trelis gearbeitet. Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch all mein Gold. Aber sag niemandem, dass ich mich hier versteckt halte, ja? Du gehst zurück nach Trelis, oder ich mach dir Beine. Du bist ein mieser Kopfgeldjäger. Gut. Ich gehe zurück. Aber du solltest besser auf mich Acht geben, dass ich auch heil ankomme, du Schwein. Ich sag da mal nichts dazu. Ja, ich weiß, ich bin ein Schwein, das braucht der mir nicht sagen. Dieses Mal gibt's aufs Maul. Ich bin wieder hier. Bist du jetzt zufrieden? Du wirst es überleben. Mach mir Heiltränke. Ach, so ist das. Jetzt darf ich auch noch für dich arbeiten. Dafür bist du hier. Na, hier hast du ein paar Heiltränke. Dankeschön. Ich habe Avogadro gefunden. Sehr gut. Jetzt bring ihn zurück in sein Labor. Ich fand ihn auf einem der Bauernhöfe. Ach, das ist ja schön für ihn. Avogadro arbeitet wieder in eurem Labor. Fein. Wenn er nochmal ausbüchst, dann werde ich ihn eigenhändig töten. Sehr gut, Mora. Dich kann man losschicken. Gut. Das war's gewesen. Dann wollen wir mal... Mit wem reden wir jetzt? Ah ja, stimmt, wir wollen ja Miloks altes Schwert suchen. Dazu müssen wir schon wieder zum Tempel.
wisst ihr was, weil wir gute Laune haben. Außerdem erspart uns das das Genau auf dem Rückweg. So, weiter geht's. Verschwinde. Melok sucht sein altes Schwert. Komm mir doch nicht mit dieser alten Geschichte, Morra. Kann sein, dass ich es hierher mitgenommen habe. Aber ich weiß es nicht mehr. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. In der Ruhe liegt die Kraft. Okay. Dann müssen wir selber suchen. Aber dafür rüsten wir uns mal eine Fackel aus, damit wir mal was sehen. Ja, okay, das brauchen wir nicht. Da ist noch eine Truhe, aber da ist nichts drin, was wir bräuchten, also dringend bräuchten. Fleischschwanzen. Da liegt eine Schatulle, ein Goldpokal. Jetzt sollte ich mich erinnern, wo dieses Schwert lag. War das überhaupt hier im Tempel? Ich weiß es nicht mehr. Da lag das hier irgendwo rum. Den Truhen will ich jetzt nicht knacken, weil sonst muss ich mich mit den Orks prügeln, worauf ich auch keinen Bock habe. Ah, wir gucken mal in seiner Kammer. Vielleicht liegt es doch irgendwo noch rum. Halt, den habe ich ja noch gar nicht ausgeplündert. Gut, dann machen wir mal die Truhe auf und holen den ganzen Kram und gehen mal weiter. Wir wollen nicht nach Monterra, wir wollen hier lang. Nein. Noch nicht. Erstmal schlürfen wir uns ganz gediegen einen Heiltrank. Voll in dein Gesicht. Okay, wir gehen mal auf Abstand.
Abstand, weil wir voll Weicheier sind. Ihr habt ja keine Ahnung, wie so ein Ogre reinbombt. Also, wenn der mal gute Laune hat, braucht er 3 Schläge und dann braucht er ohne Rüstung. Im Moment haben wir keinen Schutz vor Klingen, nur wegen dem Schild haben wir jetzt so viel. Also, er haut uns alles weg. Warum fliegt... Oh, meine Dartscheibe ist schon wieder umgeflogen. Ich habe keine Ahnung warum. Die fliegt halt immer um. Das ist voll nervig. Ah ja, warum treffe ich die nicht? Dumm. Nach Warrant gehen wir dann auch bald. Sobald wir Drelis fertig haben, gehen wir auch nach Warrant. Also nach Downton. Die Wüste von Warrant. Und da haben wir dann ganz viel Spaß. Jetzt weiß ich bloß nicht, waren da 4 oder 5 drin. Okay, das sind Wölfe. Scheiße, falsche Taste. Gut. Und wieder warten wir ab. Sobald wir alle haben, gehen wir uns mal da unten umgucken. Scheiße. Jetzt aber. Level up. Ich fühle mich noch nicht mächtig genug, die im Nahkampf Platz zu machen, deswegen gehen wir da auch noch nicht runter, weil wir voll schwach sind.
lustig, die sind hinter mir. Oh, leck doch nicht so rum, Spiel. Aha. So, Schnaps, sein Morgenstern. Torus ist eine lausige Torwache. Voll der krasse Plan. Ich weiß, wir sind schon über unserer normalen Zeit, aber... Was? Krieger. Deine Zähne gehören mir. Ich hab's geschafft. Ich mal übernehmt. Ja, den Staub. Das war schon alles. Gut. Dann quatschen wir mal mit Torus. Torus. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Okay, dann war es das noch nicht. Da lebt noch einer. Mindestens einer. Müssen wir den jetzt ganz langsam erschießen. Jetzt. Lebt keiner mehr. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter und bis dahin. Auf Wiedersehen.